So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Heute Abend 18 Uhr auch die Raid Mania. Ich nehme wieder 5 Einladungen von euch an, wenn ihr raidet, zu gucken, wer Raid Mania Punkte abkassiert. Leider geht nicht mehr, Begrenzung ist da, 5 sind nur noch möglich. Ich freue mich trotzdem. An Nego bin ich nämlich immer noch auf 100% Suche. Shiny habe ich schon, Lucky Shiny ist auch da, 100er. Wäre nice. Ich finde, das Ding hat irgendwie was. Heute ist auch die Rocket, die neue Spezialforschung von Giovanni gestartet. Das heißt, ihr könnt eine 5-teilige Rocket-Forschung machen, wo ihr am Ende dann gegen Regi Rock antretet. Da versuche ich heute auch noch ein Video zu machen, was ich dann aber morgen rausbringe. Heute Raider Mittwoch am Mittwoch, Rocket vielleicht am Donnerstag und eigentlich sollte heute auch die Rokoro-Forschung auftauchen und starten für die Frühbucher von den globalen GoFest-Tickets, dass die eine Rokoro-Forschung bekommen am 21.06. Heute ist der 21.06. Bis jetzt ist noch nichts da, das heißt, sobald die da ist, versuche ich die auch mal zu machen und abzufilmen und zu zeigen für die Leute, die die nicht haben, die kein Ticket haben oder die ein Ticket haben, aber zu spät gekauft haben und das nicht bekommen, was das ist, wie das aussieht und überhaupt. Jetzt aber erstmal die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei Hamburger Truller. Wir sind Glücksfreunde geworden, haben glaube ich auch schon getauscht. Also eigentlich haben schon alle getauscht, ich weiß ja gar nicht. Soll man die Glücksfreunde hier noch mit reinzeigen? Eigentlich schon. Ich mag ja gerne die Community immer präsentieren, wo ich noch einen Screenshot machen kann und zeigen kann, Hamburger Truller Glücksfreund geworden, dass man auch mal sieht, wer wie oft Glücksfreund wird. Danke an Tiso nochmal, also Taiwa Tiso, der Account, hatte mir ja das Ticket für Cosmog geschenkt, deswegen habe ich auch meinen Buddy dann in Taiwa Tiso umgenannt. Versuche ich auch immer bei Raider Mittwoch mit reinzunehmen, wenn ich ein Ticket bekomme von jemandem und jetzt eben das auch mit den Buddies. Dann ist der Nudel-Account lucky gewesen mit dem Penner-Beutel und der war so gut drauf, der wollte einfach einen Galar-Zapdos haben auf Level 1, denn der sammelt Level 1er Legendäre, egal was für welche. Ich habe gesagt, es ist der Nudel-Account, also ist mir wieder mal komplett egal, was ich dafür krieg. Er hat mir ein lumpiges Lugia rübergeworfen. Das habe ich dann verschickt. Er freut sich jetzt, hat das jetzt auch als Buddy genommen. Galar Zapdos Level 1 Lucky. IV egal, Hauptsache Level 1. Und Lucky. Lenzard Hagen hier, 100% Ammonitas aus der Feldforschung bekommen, Glückwunsch dazu. Auf Eberhard Schmidt war auch was dabei letzten Monat, er hat sich ein 100%iges Mewtwo erlöst. Apropos Kryptos, im Event jetzt ist natürlich wieder möglich, Frustration zu verlernen. Da möchte ich auch dann nochmal ein Video machen, wie ich meine Mewtwos endlich mal aussortiere, dass ich vielleicht noch ein paar erlöse und dass ich ein bisschen Frustration wegmache mit dem super Trick, wo Frustration verlernen nicht zum Frust wird. So, da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, aber ihr wisst ja bestimmt Bescheid, wie das funktioniert. Dann bin ich mit Ricardo Glücksfreund geworden. Dandro hat ein 100%iges Cosmog aus der Forschung bekommen. Das müsste eigentlich Schocker der Woche sein, denn ihr habt gefühlt ja nur einmal die Möglichkeit, an dieses Cosmog zu kommen. Ist aber Quatsch, weil wir hatten ja schon mal die Möglichkeit. So, ihr habt also zweimal die Möglichkeit, an dieses Cosmog zu bekommen, zu kriegen. Ist aber auch Quatsch, weil ihr konntet die ja nochmal kaufen. Habt also dreimal die Möglichkeit, an dieses Cosmog zu kommen. Und dann ist es ja kein mysteriöses. Das heißt, das kann man ja auch tauschen. Also eigentlich könnte man, wenn man 400 Freunde hat, von 400 Freunden 400 Trades machen und 400 Cosmog auch noch bekommen. Ich fand's cool, ich weiß aber, dass er wollte, dass was anderes Schocker der Woche wird, deswegen ist es cool, aber nicht cool genug, um Schocker der Woche zu sein. Ich hätte trotzdem mich gefreut und hätte das wahrscheinlich auch einfach so gelassen. Sabrina spielt, Glücksfreund geworden, wir haben auch schon getauscht. Genaya, meine Ausbeute der schillernden Vögel von der Dortmunder Tour, 4 Stück bekommen und ein Kramurks. Das ist fett, 4 Stück. Im gleichen Zeitraum habe ich nämlich 1 bekommen, wie sie 4 bekommen hat. Dazu aber auch irgendwann mal mehr. Der Dortmunder Redbus hat wieder zugeschlagen. Shiny Anego auch noch mitgenommen, denn wir haben ja beim letzten Mal Anego und Arctos zusammen geradet. Rexy, Glücksfreunde geworden, haben auch schon getauscht. Leider wieder nichts rumgekommen. Reike zeigt nochmal hier, gerade auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad und Pokéball Plus. 100er Mirapla mitgenommen. Reike noch ein Haspiror in Shiny. Cumulus. Bier Benny, vielen Dank für die Einladung. Und ein Tipp für alle anderen, der Spieler bringt Glück. 2. Raid mit ihm und 2. Shiny.
Tja, sieht auch aus, als wäre es eine Schaumkrone von einem Bier mit einem goldigen Rand. Das sieht sehr gut aus, deswegen mag ich Anego mittlerweile eigentlich auch richtig gern. Benjamin, unser Duo-Meister, Anego-Duo mit Wasser-Pokémon im Duo, gemeistert, auch richtig Duo belohnt worden, Boss hatte Duo-Juwelenkraft. Wie oft war da jetzt Duo drin? Schreibt es mir in die Kommentare. Also Juwelenkraft, Wasser-Pokémon, 79 Sekunden Restzeit. Gibt sogar Leute, die Anego schon solo gemacht haben. Gehört ihr auch dazu? Schreibt es in die Kommentare. Benjamin Engel weiterhin hier mit dem Shiny Krypto Lavitar. Luigi Sarada Glücksfreunde. The NetGhost hat mir wieder mal gezeigt, dass ich falsch lebe. Alles da, was der kleine Ramses braucht. Vor allem gibt's da nicht nur für 7,95 ein 5er-Pack, was ziemlich günstig ist, wenn man bei Amazon 15 Euro bezahlt. Nein, es gibt sogar 3 Spicy. Und für eine Packung 3 Spicy für einen 5er-Pack habe ich 50 Euro bezahlt. Und hier kostet die 7,95. Das ist eine Limited Edition. Die musste man bei eBay Kleinanzeigen sich von irgendwelchen Amerikanern holen. Jetzt wollte ich Ausländer sagen, aber Amerikaner sind ja auch Ausländer, weil die kommen ja nicht aus eurem Land. Aber das klingt dann immer so böse. Und hier gibt es die einfach. 7,95 im 5er-Pack. Also da müsste man eigentlich zuschlagen und die gewinnbringend dann an den Mann bringen oder auch nicht. Oder essen. Henry, aus der Forschung bekommen, gleich einreichen für Raider Mittwoch. 100% Simsalar, wo ich ein 98er hatte. Dantro26, mein zweiter Schocker diese Woche. Erst das Cosmog, dann dieses Gala. Arktos, Glücks im Tausch zum Hochziehen. Richtig genial, richtig selten, aber das hat er ja nicht eingereicht. Das hat er in alle möglichen Gruppen gepostet und gesagt, das reicht er extra nicht ein, weil er ja will, dass das andere Schocker der Woche wird. Es gibt aber einen zweiten Grund, wieso das nicht Schocker der Woche wird, weil der Schocker der Woche muss ja was Einmaliges sein. Und wenn in der Sendung das nochmal vorkommt, dann kann es nicht der Schocker sein. So, dann habe ich gestern mit dem Shinux getauscht oder heute früh oder wann auch immer. Auf jeden Fall hat der Shinux ja das Rüstungs-Mewtwo gewonnen im Gewinnspiel. Dem habe ich sein Rüstungs-Mewtwo gegeben. Er hat ein Dankeschön zurückgeschickt in Kabutoro-Form. Und es ist ja schon wieder das nächste Gewinnspiel draußen, wo es wieder 5 Rüstungs-Mewtwo gibt. Mehr dazu im Video von gestern, Dienstag, Gewinnspiel-Video, steht sogar Gewinnspiel dran. Im Titel, auf dem Thumbnail, überall. Aber ihr findet es trotzdem nicht, ich weiß. So, Timo, 2 Shiny Anego hintereinander, 14,4, 14,7, das ist auch sehr schön. 100% Anego mitgenommen, das ist aber sehr schön. Zwar kein legendäres Shundo, aber ein Hundo Anego auf Level 50. 4.465. Ich will auch sowas haben. Timo, nochmal. Meine letzte Einreichung für diese Woche. Ein Shundo war mir leider nicht vergönnt. Serapendra, auch auf Level 50. Der macht immer gleich Max Out Monday draus. Und das habe ich auch endlich geschafft, sagt der Pokehunter. Und hab das nämlich. Der hat nämlich auch eins. Und auch noch in dieser Folge. Aber er hat geschafft, das zu Best Buddy und auf Level 50 hochzuziehen. So sieht das nämlich aus, wenn es fertig ist, 4059. So. Außerdem für Raider Mittwoch hier noch 100er Felilu, 100er Sonnenfell, Shiny Crypto Arctos und eine Auswahl an irgendwelchen Shinies. Joa, mit Anego auch dabei. Ich weiß nicht, was ist denn hier euer Liebling? Meins ist immer noch Anego gerade. Ich bin gerade auf dem Anego-Trip. Endlich Shiny Anego in Pokémon Go. Alexander Ahringer. Endlich Daniel Schilling gefunden in Pokémon Go. Endlich Shiny Vivien in Pokémon Go. Erneut endlich Daniel Schilling gefunden in Pokémon Go. Schon wieder erneut endlich Daniel Schilling gefunden in Pokémon Go. Ach, jetzt hör doch aber mal auf, denn schon wieder erneut Daniel Schilling gefunden in Pokémon Go. Der macht hier einen richtigen Film draus. Sören, Rage-Stunde, der Ramses kommt spät noch mit dazu. Am Ende dann das 100er auf dem dritten Account. Danke fürs Mitmachen. 17,47 war der 100er Wert von Westbrit. Hat er sich gegönnt. Erster Anego, Raid, seit Rückkehr 98er Shiny mitgenommen. Aber nur das 100er ist was wert. Dann ein Weberack, Urlaubstart, Shiny kommt. Vom Urlaub in Lauterbach, Hessen. Der macht also Urlaub zu Hause auf dem Balkon. Dienstag, extreme Hitze, gegen späten Nachmittag, mal kurz rausgegangen. Der hat wohl einen üblen Sonnenbrand bekommen. Shiny Sonnenfell. Er sowieso wollte ja die ganze Zeit Sonnenfell-Bonbons farmen. Oder Lunastein-Bonbons. Der hat auf jeden Fall irgendwas mit Sonne, Mond und allem und freut sich da so. Ist nichts Besonderes bei der kleinen Vieh. Ist nichts Besonderes bei.
Aber Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Hundeda Lil Minim Paskiror, Shiny Sonnenfeller Nego Imantis. Plus gab's noch gratis beim Döner Lutz dazu 100% Strawickel und ein 100% Krypto Radfratz in der Alola Edition. Kaiser Kai, endlich habe ich den auch. Grillmark, Shiny auf dem Weg zur Arbeit gefangen. Bummels, Shiny ist ein Z-Day-Pokémon, habe ich trotzdem mal mit rein, weil wir es schon lange nicht mehr gesehen haben. Nach dem 5. Raid bekommen, Shiny, Anigo. Nummer 2, Shiny, Anigo. Hab heute übrigens eine Frisur von, wie heißt der? Hier der Typ, der immer diese Gerichtsvideos macht. Sölke, nee, Boll, weg. Ach, ich hab den Namen komplett vergessen. Irgendwann, wenn ihr wisst, wen ich mein. Sölke? Kaiser Kai, aus der GBL-Belohnung von meiner Schwester und damit das dritte Shiny Anego in 4 Tagen. Jetzt hat der Account auch ein 100er Schlappohr, nämlich hier. Kaiser Kai und das nächste 100er, was eine Mega-Entwicklung hat, Erlös des Onyx in 100%. Shenaya noch mit dem Shiny Schlubuck, Shiny Imantis, da ist es. Shiny Onyx beim Paco. Skungapu 100 bei Paco, genauso wie Mirapla Lunastein in Shiny. Mein persönlicher Schocker des Jahres, Tobias Jan, der hat eine Freundschaftsanfrage von Fleece 108 bekommen. Da steht zwar Fleece King, aber weil ja das, die 108 über dem King steht, der heißt es jetzt einfach nur Fleece 108. Super, dass man das so sieht. Drecks Insta, Drecks Telegram müsste man da sagen. Solmecke und Co. WBS legal, ach keine Ahnung. Würger, war da nicht irgendwas mit Ü drin? Solmecke und irgendwas. Andy Vorbeck, auch hier Imantis mitgenommen aus Güstrow. 100% Nebulog aus Güstrow mitgenommen. Mackey, Baumball, Shiny Anego. Pizzabode Zeus, Raider Mittwoch, Potenzial ist vorhanden. Shiny Imantis. Methylen Glücksfreund geworden. Wir könnten am Donnerstag tauschen, wenn du noch nichts vorhast. Ist ja ganz frisch heute auch reingekommen. Nochmal Benjamin. Duo. Wieder nur mit Wasser-Pokémon. Boss geschafft. Boss hatte Matschbombe. 70 Sekunden Restzeit. Der probiert ja auch immer alle Attacken durch. Cumulus Nummer 1. Shiny Anego. Und dann hier Nummer 2. Das müsste auch das gewesen sein, was vom Bier-Benny kommt. Beziehungsweise waren beide ja vom Bier-Benny, wie wir nun wissen. Das kommt dazu für Raid am Mittwoch. Sonnenfell, Knofenser, Barschwar, Shiny bei Henry Herfurt. Master Gossi, gerade während Chill mit Ramses bekommen, auch Shiny Anego. Lenz Hart auf Baumbiber, das 100% Arctos erlöst. Und am Main habe ich nun auch ein 100% Arctos. Nein, sind nicht die gleichen. Datum, Bonbons und Größe sind anders. Also 17:32. Das ist schon mal das Gleiche, die Verteilung ist auch die gleiche, aber hier steht 18.06. und hier 17.06. Schon sieht man, da ist ein Unterschied, genau auch wie bei Größe Bonbons. Damit ihr wisst, der Lennart erzählt keinen Schmarrn. Natürlich nicht am Main, Shiny Imantis. Was für Raider Mittwoch, beide am gleichen Tag und beide aus der Feldforschung. Das hätte eigentlich Schocker der Woche sein müssen, aber weil ich ja schon den Schocker der Woche machen muss, so wie er ist, dann ist leider kein Potenzial mehr da, aber guckt euch das mal an. 472 sind die WP auf Level 15 vom Onyx aus der Feldforschung. Hat er bekommen, am gleichen Tag, gefangen, Feldforschung, 4.6. und nochmal 4.6. einmal das Normale, einmal das Shiny. Shiny 100% aus der Feldforschung und ein normales 100er, das ist auf jeden Fall richtig cool. Grüße an Pierre Dolepi. Dann The Benji, 100er wohin genau? Dann The Benji, Imantis, Shiny, Jan Lange, 100% Onego mit dem schlechtesten Bild der Welt. Das ist neue Kategorie, das Drecksbild der Woche von Jan Lange, das sieht richtig gut aus. Dann Feuerwehrfrage, tauscht durch Alidorn und ein 100er Milzer bekommen. Feuerwehrfrau mit dem Shiny Krypto Arctos, Feuerwehrfrau mit dem 98er, Shiny Anego direkt im ersten Raid, Baloo gefangen in der Feldforschung, Scampisto, Shiny Scampisto aus der Feldforschung, dann nochmal hier 12 Milzer vom Seeder hinterhergerückt plus das 100%ige Max Sachs auf Level 50. Achso, Lennart ist auch noch da. Hi, ho, hi, 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 hoi, hi, Ulf.
Jetzt war es das aber mit den Highlights der Woche, genau. Wir kommen noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Christian Solmecke. Jetzt habe ich den Namen gefunden von WBS Legal. Ja, Christian Solmecke ist dieser komische Anwalt. Den kennt ihr bestimmt alle. So eine Frisur habe ich gerade. Aber nicht in seinen aktuellen Videos, sondern in seinen älteren. Da sah er nämlich auch aus wie Clown Ferdinand. Anzeige ist raus. Jetzt aber der wahre Schocker der Woche, der kommt diesmal nicht von Adi Schatz, alles Gute, sondern Jovi, also Jogi Löw. Der hat nämlich in Dortmund, beim Dortmunder Raidbus, als wir Raids gemacht haben mit dem Dortmunder Raidbus in Dortmund, ein 100%iges Anego bekommen, was gleichzeitig natürlich auch noch shiny war. Und weiß ich nicht. Ich sage ja schon die ganze Zeit, ich suche ein 100er Anego. Shiny Anego habe ich schon ein bisschen. 100er Shiny Anego, so völlig random, der kam aus dem Nichts. Ja, hier kann ich einen mitmachen. Yo, ich bin auch dabei, kannst du mich einladen? Okay, zack, hin und her, der wurde eingeladen da von den anderen. Boah, Shundo und alle so, ja, zeig, Beweis, Bild her. Das hat jeder angezweifelt, ich glaube wirklich, jeder hat es angezweifelt. Und dann bedankt er sich 1000 Mal und hat es reingeschickt und es war wirklich ein Shundo. 100% Shiny Anego. Und das ist einfach so ein cooles Shiny und so ein schönes Pokémon. Jetzt auf einmal. Und da kriege ich schon wieder Bierduscht, wenn ich das sehe, dass das jetzt für mich hier Schocker der Woche war. Weil man war live dabei, als es passiert ist. Ansonsten denkt dran, heute Abend 18 Uhr Raid Mania. Ihr ladet mich ein zu euren Shiny Anego Raids. Anego Raids. 5 Stück kann ich annehmen. Mal gucken, wer es ist. Vielleicht kommt ja heute das 100er im Stream. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.